Hallo und buenos dias zum ersten Teil meines Let's Plays von Grim Fandango Remastered, einem 3D-Noir-Krimi-Adventure von LucasArts. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Unnötiges heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen das Spiel auf Deutsch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gute Unterhaltung. Aber ich bin Ihr Freund. Gestatten, Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Insofern, herzlich willkommen zum Let's Play von Grim Fandango, einem LucasArts Adventure. Man könnte sagen, einem der letzten großen LucasArts Adventures, bevor es die nicht mehr gab. Erstes Spiel von LucasArts in 3D, mit 3D-Modellen, aber handgezeichneten bzw. gerenderten, vorgerenderten Hintergründen. Mit einer bizarren Geschichte, die im Land der Toten spielt. Und will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben ein bisschen Intro und dann erschließt sich die Welt, glaube ich, ganz gut im Spiel. Deswegen gucken wir mal, ob das hier ein Let's Play wird des ganzen Spiels. Aber wir spielen auf jeden Fall heute einmal hier rein, weil es so viel Spaß macht. Und wie gesagt, ich heute mal versuche ich es mit dem fröhlichen Gamepad. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Mr. Flores. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Zeit? Zeit wofür? Aber, kein Grund, nervös zu werden. Nervös? Nun, es ist Ihr Aussehen, Sie. Naja, Sie wirken etwas beängstigend. Beängstigend? Ich? Aber ich bin Ihr Freund. Gestatten, Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Ich will keinen Reiseberater. Ich will nach Hause. Haha, Sie können nicht nach Hause. Sie sind tot. Aber Sie sind nicht allein. Jeder ist hier genauso tot wie Sie, deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Sind Sie bereit für Ihre große Reise? Nein! Welche Reise? Die Vierjahresreise der Seele. Ein langer Trip. Und ich will ehrlich sein, Celso, es kann sehr, sehr gefährlich werden. Es sei denn, Sie kaufen sich von dem Geld, mit dem Sie begraben wurden, ein besseres Reisepaket. Ich meine, würden Sie nicht gerne im eigenen Sportwagen durch das Totenreich fahren? Oder wie wäre es mit einer Kreuzfahrt? Wenn Sie zu Lebzeiten ein guter Mensch waren, so könnten Sie sich sogar für ein Nummer-9-Ticket qualifiziert haben. Nummer 9? Der Neuner ist der Express. Er benötigt nur 4 Minuten statt 4 Jahre für die Strecke von der 9. Unterwelt ins Reich der ewigen Ruhe. Allerdings kommen nur die wenigsten dafür in Frage. Schauen wir uns mal Ihre Akten an. Nun ja, leider haben Sie die Qualifikation knapp verpasst, aber wir haben dennoch ein paar Asse im Ärmel. Jaha, das wäre das Ticket für die Excelsior-Linie. Ach, ist sie nicht schön. Und der Kompass im Griff wird bestimmt recht nützlich sein. Eine tolle Reise, ich wünschte, ich dürfte gehen. Warum tun Sie es nicht? Sie könnten mich mitnehmen. Oh, ich kann hier erst weg, wenn ich meine Schuld abgearbeitet habe. Sozialstunden, was? Naja, schätze, es gibt Leute, die schlimmer dran sind als ich. Oh, ich komme noch früh genug hier raus. Aber wohl kaum durch so armselige Kunden, die keine Provision bringen wie du. Hey Manny, der Boss meint, du möchtest heute Abend nicht zu früh gehen. Er will irgendwas mit dir besprechen, wenn er wiederkommt. Sag Don, er soll sich entspannen. Ich gehe nirgendwo hin. Schon gar nicht mit Kunden wie dem da. Wo holen die diese Typen nur her? Die qualifizieren sich für nichts. Ich kann ihnen nichts Gutes verkaufen, bekomme meine Zeit nicht rum und hänge hier fest. Dazu verdammt Wanderstücke an Idioten zu verteilen. Ich brauche bessere Klienten. Einen Heiligen. Einen reichen, toten Heiligen. Hier ist Esto. Ja, genau. Reichen, toten Heiligen. Mal kurz hier noch umstellen.
Genau, aber wir haben es erlebt. Oh, es funktioniert. Wir haben es erlebt. Wir sind im Reich der Toten. Wir haben offenbar irgendwas in Lebzeiten nicht so richtig gut gemacht und müssen unsere Schulden hier abarbeiten. Und ich glaube, ich drehe mal das Audio. 15. Ein bisschen runter, damit es nicht so schwer gepegelt ist. So, genau. Genau. Und wir sind Manny Calavera und müssen hier im Reich der Toten eben den Leuten eigentlich ihre sich ihnen zustehenden. Ich stecke die Karten lieber ein. Es scheint wieder einer dieser Passionstage zu werden. Reisepakete zu verkaufen, was aber offenbar gar nicht so einfach ist. Hab sie schon gelesen. Hat nichts gebracht. Das ist eine Art Arbeitsauftrag. An alle Mitarbeiter von Büroleiter Kopal. Hört zu, ihr Hohlschädel! Dankt eurem Glücksstern und schwingt euch in eure Autos! Eine Massenvergiftung steht an, Leute! Zu viele Tote, um sie einzeln zuzuteilen. Für alle gilt, wer zuerst kommt, sinst zuerst. Also, ich will da draußen ein wenig Action sehen! Ganz wie Sie wünschen, Chefchen. Ja, da müsst ihr ja dann auch für uns einer oder eine dabei sein. Dieses Spiel speichert nicht automatisch, wir speichern sie im Pausenmenü, damit ihr Fortschritt nicht verloren geht. Wir müssen also dran denken, hier abzuspeichern. Das macht das Spiel nicht. Man sieht das ja auch, das war noch ein 4:3 Spiel. Was hier sehr einfach verbessert werden konnte, waren die 3D-Texturen und die Auflösung der 3D-Modelle. Was offenbar nicht so leicht verbessert werden konnte und vielleicht auch nicht sollte, waren die Hintergründe. Und das sieht man dann insofern, dass die Hintergründe noch ein bisschen grob schlechtiger sind als das restliche. Die restliche Spielerfahrung. Und ich glaube, der Schattenwurf ist neu. Dominos Tür ist verschlossen. Hat wahrscheinlich Bammel, dass ich eine seiner Akten klaue. Was übrigens keine schlechte Idee wäre. Buenos dias. Manny, warum bist du nicht bei der Vergiftung? Welche Vergiftung? Die Code 3 Chili con Carne Vergiftung, zu der bereits alle unterwegs sind. Warum schreibe ich eigentlich Memos, wenn keiner sie liest? Irgendwelche Nachrichten für mich? Außer der über die Vergiftung? Genau. Nur noch eine, Manny. Ich bin nicht deine Sekretärin. Ich nehme keine Nachrichten für dich an. Geht das denn nicht in deinen Dickschädel? Also leite nicht ständig dein Telefon zu mir um. Na gut, aber für mich hörte sich das gerade nach 4 Nachrichten an. Tief in meinem Herzen bist du noch immer meine Sekretärin. Manny, wovon sprichst du überhaupt? Ich war nie deine Sekretärin, nicht mal als du ganz oben warst. Ich habe nur einen Boss, genau wie du, Don Copal. Komm schon, ich weiß, dass du nebenher noch für einen anderen arbeitest. Was redest du da? Ich weiß, dass du manchmal Memos für Hurley schreibst. Ach, Manny, hau ab. Naja, ich zieh dann mal Leine. Okay, aber pass auf, dass du dich nicht erhängst. Ich glaube, es ist ein Wortwitz. Darf ich den Locher benutzen? Mach doch, was du willst. Danke. Beruhigt ungemein, nicht wahr? Das war mir gar nicht klar, dass das ein... Okay, also einer der Aufzüge führt in die Garage und der andere nicht. Ich hoffe mal, dass das der richtige ist. Tatsächlich.
Hey, Bedienung! Hey, wer zum... Oh, Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht. Für gewöhnlich bequemen sich Vertreter nicht in diesen Teil der Garage. Ich bin Calavera. Manny Calavera. Ich heiße Glottis. Ich krieg nicht so viel Besuch. Hey, ich habe eine Nachricht für einen Mr. Calavera. Ihr Fahrer lässt ausrichten, dass Mr. Hurley gesagt hat, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. Domino hat meinen Fahrer heimgeschickt? Ja, nett, nicht wahr? Glottis. Glottis. Ist das ein Schweizername? Oh nein, meine Wurzeln entstammen keiner irdischen Nation. Ich bin ein Elementargeist, der aus dem Reich der Toten beschworen wurde und dessen einziges Verlangen es ist, zu heizen oder Öl- und Keilriemen zu wechseln, wenn gerade kein Fahrerjob offen ist. Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha, nein. Nein, nein, nein. Ich fahre nicht. Ich schaub nur dran rum. Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Oh, dem kann ich zustimmen. Ja, den brauchen Sie. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Ich? Oh, nein, nein, sorry. Geht nicht. Vorschriften. Komm schon, Glottis. Du musst mich fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick. Du bist nicht zu dick. Du bist genau richtig. Nein, man hat mir das schon so oft gesagt. Ich bin zu dick zum Fahren. Du bist nicht zu dick. Die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte Ihren Wagen ein bisschen frisieren. Ein paar Schweißarbeiten hier und da, damit er in der Taille nicht so aufträgt. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So, so. Ja, ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Zu eng. Bin gar nicht zu fett. Irgendwie ist hier alles zu eng und zu klein. Ja, jetzt haben wir offensichtlich so einen Arbeitsauftrag, den wir unterschreiben lassen müssen von unserem Chef. Und dann machen wir das wohl mal. Eva, der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Mr. Copal, Manny Calavera möchte mit Ihnen sprechen. Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Ha, sorry, Carl. Morgen vielleicht. Dann ist es zu spät. Klar, als ob du noch etwas vorhättest. Ja, dann gehen wir doch einfach so rein, was? Unser geliebter, allmächtiger Chef will nicht gestört werden. Dann gehen wir wohl nicht so einfach rein. Nichts drin, außer meinem Umhang. Ich glaube, ich lasse ihn noch ein wenig lüften. Okay. Also hier können wir nicht so richtig irgendwas machen. Oh. Und bei ihm kommen wir nicht rein. Also ich habe das natürlich schon durchgespielt. Aber es sind ja doch immer wieder so Details, wo man dann nicht mehr spontan draufkommt. Von daher... Mal sehen, wo ich stehe. Don Copal, Domino Hurley, Junior Verkaufsmitarbeiter,
Damit meinen die doch wohl nicht mich. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Irgendwie alles etwas abgeschlossen. Da ich dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann, spricht wohl nichts gegen ein bisschen Pandemie. Na, du Clown? Hau ab, Lackaffe. Ich probiere was. Was probierst du denn? Dir den Hals umzudrehen. Wonach sieht es denn aus, du Depp? Na, auf alle Fälle eigenartig. Kannst du mir auch was knoten, Kumpel? Ja, ja, ich verknote dir alles, was du willst. Wette, du kannst keine Katze machen. Hast du eine Ahnung, Kerlchen? Ich kann alles. Ich kann Vögel, Amphibien, berühmte Persönlichkeiten. Los, sag was. Ein toter Wurm. Himmel, das ist leicht. Von denen kannst du haben, so viel du willst. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Don scheint seinen Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Ich ändere einfach seine automatische Antwort. Um Himmels Willen, Eva! Unterschreiben Sie es halt selbst! Ich habe zu tun! Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Außer mir sind schon alle bei der Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Okay, außer okay, mir sind schon okay. alle bei der Vergiftung. Es ist ein Schloss dran. Unglaublich. Er traut mir nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass das Originalspiel, glaube ich, auf 4 CDs ausgeliefert wurde. Irgendwann später gab es auch eine DVD-Version. Aber da musste man tatsächlich dann nach dem ersten Akt, glaube ich, und dann nach jedem weiteren Akt mal die CD wechseln. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das war auch damals eigentlich nicht so üblich. Die meisten Spieler haben das hingekriegt oder mussten sowieso komplett auf die Festplatte installiert werden. Aber ich hatte damals auch nicht so wahnsinnig viel Festplatte, dass ich hätte irgendwie mir 4x600 Megabyte draufpacken. Das ist heute ja gar kein Thema mehr, dass das alles installiert und runtergeladen werden muss. Damals liefen die Spiele noch von dem Datenträger, auf dem sie geliefert wurden. So, versuchen wir unser Glück. Eva. Der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Mr. Copal, Mr. Calavera hat hier etwas, das er von Ihnen unterzeichnen lassen möchte. Ah, verflucht, Eva! Unterschreiben Sie es selbst, ja? Ich hab zu tun!
Du musst ihn entschuldigen, Manny. Wahrscheinlich hat er heute ein besonders schweres Kreuzworträtsel. Ich bin beeindruckt, Eva. Wusste nicht, dass du solche Handlungsbefugnis hast. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Hey, das Ding steht mir, was? Ja, es heißt ja, schwarz macht schlank. Ich fahre! Ja, ich fahre! Por favor! Da wäre ich ja zu Fuß schneller gewesen. Ich verpasse noch die Vergiftung. Domino. Die Lebenden verursachen bei mir immer noch Gänsehaut. Schicker Bademantel. Aber wir haben noch andere Reisepakete im Angebot, wenn Sie... Sparen Sie sich das Geschülze. Ich will nur was Billiges und Ruhiges, mehr nicht. Eieiei. Weißt du, Manny, ich könnte den Wagen etwas schneller machen. Ja, ja, mach, was du willst. Oh ja, wir verpassen ihm fette Auspuffrohre, legen ihn vorne tiefer und ziehen seinen Hintern etwas hoch. Oh, wow, 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 wow. So haben Sie es schön ruhig, Mr. Martinez. Und der Schaum, der entsteht, wenn ich die beiden Chemikalien mische, puffert sie wunderbar ab. Sehen Sie. Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich doch ein anderes Paket. Sorry, Bruno, doch für etwas Besseres sind Sie nicht qualifiziert. Aber hier, ich schenke Ihnen diesen Becher. Nein, Moment. Da haben Sie nicht was mit etwas mehr Beinfreiheit. Ich würde ja gerne helfen, Bruno, aber mein Boss ist unerbittlich. Das muss man auch sein, wenn man so faule Säcke als Angestellte hat. Manny, Sie könnten doch nicht mal einem Eskimo eine Pelzmütze verkaufen. Ich hab hier was verkauft. Ich rede von Luxuspaketen, Calavera. So wie die Domino verkauft. Wie soll ich denn anständige Umsätze machen, wenn Sie mir immer solche Luschen geben? Hey! Ach, jetzt sind's die Kunden, ja? Mir reicht's jetzt, Manny. Wenn ich im nächsten Verkaufsbericht bei Ihnen nichts Anständiges sehe, dann sind Sie raus, ist das klar? Auf der Straße, ohne Job. Nur Sie, der Anzug, Ihr breites Grinsen und verdammt viel Zeit. Wer ist hier eine Lusche? Also, ich sollte... Ich habe es satt, auf gute Aufträge zu warten. Ist ja nicht so, dass die hier zum Fenster reingeflogen kommen. Es wird Zeit, die Initiative zu ergreifen. Oh. Schönen guten Nachmittag, Abend, je nachdem. Und moin. Wie geht's, wie steht's? Ich habe gesehen vorhin am Rande, dass du PlayStation-Spiele, zwei Spiele, glaube ich, ne, gespielt hast. Habe ich was verpasst? Nein, das stimmt, es ist nicht Haven Dog. Ich habe vergessen, den Text zu ändern, nachdem wir eine Stunde Haven Dog gespielt haben. Grüße! Nein, tatsächlich spiele ich eine Runde Grim Fandango, weil ich das gestern eigentlich schon machen wollte und da habe ich es nicht so recht zum Laufen gekriegt. Und dann ging es aber noch und dann habe ich gedacht, spiele ich heute noch spontan eine Runde.
Einfach nur Crap, okay. Das muss ja nicht schlecht sein. Kann man ja auch mal machen. Na, wenigstens schlägst du dich nicht mehr mit deiner Sauferei rum. Hey, Kelly, wie geht's, wie steht's? Und interessant, wie er mit dem Mundschutz im Mund sprechen kann. Ja, genau. Ich habe eine Runde Haven Dog vorhin gespielt, weil ich das mal testen wollte. Das ist ja ein Windows-Spiel und ich spiele ja hier auf dem Mac und das habe ich dann auch zum Laufen gekriegt und es sah auch ganz schön aus. Und dann habe ich aber nach einer Stunde oder so gedacht, ach komm, mach mal noch was anderes. Und dann, wie gesagt, wollte ich gestern ja Grim Fandango mal reinwerfen und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, weil ich die Version von GOG ausprobiert habe und die startet nicht. Also aus irgendeinem Grund sagt der Mac immer, dass die nicht vollständig wäre. Und dann habe ich die Version von Steam installiert und da geht's. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was der Unterschied ist. Aber nun funktioniert es. Und dann dachte ich, spiele ich mal eine Runde rein. Vielleicht sogar, bis wir hier den Job aufgeben können. Genau, und jetzt haben wir gerade eine Vergiftung fast verpasst und haben aber nur einen ganz schlechten Kunden da gewinnen können. Und sind entsprechend nicht so ganz zufrieden mit der Leistung. Und? Wie lief's bei der Vergiftung? Nun, sagen wir, diese Schwester Calabesa hat eine geheime Leidenschaft. Für Züge. Du hast eine Nonne gekriegt? Amen. Und du hast ihr ein Ticket für Zug Nummer 9 verkauft? Tschu-tschu, kleiner Freund. Und, wie hast du so abgeschnitten? Ja. Was sagen wir? Wir können lügen, wir können auch die Wahrheit sagen, dass wir einen bösen Gnom hatten. Ich glaube, es bringt hier an der Stelle auch nichts. Ich hatte da mal einen bösen Gnom, den ich als Päckchen schicken musste. Ah, Kopf hoch, Kumpel. Neuer Tag, neue Tote, nicht wahr? Ja, total tolles Spiel. Also, muss ich sagen, finde ich auch toll, wie sie das Remaster gemacht haben. Man sieht ja, wie sie sich hier die Mühe gegeben haben, zumindest die 3D-Modelle irgendwie alle zu erneuern. Ich glaube, die Hintergründe, die haben sie hochskaliert, aber ansonsten sieht es ja wirklich schon ziemlich gut aus. Und ich habe es vorhin auch erwähnt, dass das Originalspiel ja mit 4 CDs kam. Man musste dann nach jedem Akt die CD wechseln. Ich glaube, ich habe die auch noch irgendwo. Aber es ist natürlich nicht in der grafischen Qualität gewesen, obwohl es 4 CDs waren. Und ja, genau, Tank Controls, das kann man ja hier auch wählen. Man kann es auch mit der Maus spielen, aber ich habe tatsächlich mal einen Controller angeschlossen, weil ich dachte, habe ich glaube ich noch nicht gemacht mit dem Controller. Und das spielt sich auch sehr schön in der kameraorientierten Steuerung und nicht mit der düseligen Tanksteuerung. Ich muss dir noch was sagen. Schön, mein Junge. Lass alles raus. Du hast keinen Grund, dich vor mir zu fürchten. Weißt du, dies war mal mein Büro. Ja, ich weiß. In den Schubladen waren ein paar Comichefte, in denen dein Name stand. Ich finde, wir sollten im Team arbeiten. Als Partner. Oh, Manny, ich würde ja gerne. Aber ich bin viel zu schüchtern. Ich kann mich unmöglich mit jemandem zusammentun, der so unglaublich maskulin ist wie du, Manny. Oh, komm schon. Ich habe schließlich deine Frau gesehen. Okay. Man muss manchmal ein bisschen gucken, was die Übersetzung sein soll. Manche Gags haben sie, glaube ich, umgeschrieben, aber manche habe ich auch nicht so richtig mitgekriegt. Ja, genau. Also diese Umsetzungen, die machen sie irgendwie ganz gut bei Double Fine. Da hätte man vielleicht auch Monkey Island 4 nochmal retten können, wenn sie das überarbeitet hätten, ein bisschen grafisch und so. Aber das ist ja in weiter Ferne genau wie Monkey 3. Da gibt es ja scheinbar auch keine Pläne, mal ein Remaster zu machen. Obwohl das natürlich, wenn man die Originalzeichnungen noch hätte und das neu digitalisieren könnte und so, ich glaube, das sähe schon auch nochmal schön aus. Aber mal gucken. Es scheint ja nichts geplant zu sein. Das ist ein bisschen schade. Okay.
glaube, du führst irgendwas im Schilde. Ich glaube, du führst irgendwas im Schilde. Genau. Ich werde diese Woche 4 Premium-Pakete verkaufen. Okay, damit ist die Lektion beendet. Nun, ich danke dir für diese weisen Worte. Ja, genau. Guten Appetit. Danke fürs Raiden. Herzlichen Dank. Und viel Spaß noch. Ich mache auch gar nicht mehr so lange, glaube ich. Es gab ja vorhin schon wieder die Einblendung, dass quasi hier eine 45-Minuten-Runde zu Ende ist. Ich glaube aber, so 10, 15 Minuten mache ich noch. Und dann muss ich auch was essen. Es ist ja Sonntag, man muss sich ja auf die Arbeitswoche einringen. Danke, danke. Guten Hunger. So, ich würde dir gern eins in die Fresse hauen. Das möchte man noch immer gerne mal sagen. Aber ich glaube... Wir sehen uns im Limbus. Prima, wir sollten das öfter tun. Weiß ich nicht, ob wir das sollten. Könnte man hier irgendwas noch einsammeln? Ich glaube tatsächlich nicht. Auch ein bisschen komisch ist es, wir haben ja das Büro direkt daneben. Warum war das mal unser Büro, wenn das jetzt hier unser Büro... Ich meine, das ist nicht ganz so groß und es ist nicht ganz so hübsch, aber jetzt auch nicht so viel schlechter für ein Büro. Ich sollte Brunos Datei schließen, bevor sich sein mieser Lebenslauf in meinen Bildschirm einbrennt. Ja, ein Problem, das man heute auch nicht mehr kennt. Warum es einen Bildschirmschoner braucht. So, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wir haben quasi das Tutorial ja überstanden, nachdem wir diese Vergiftung gemacht haben. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was wir eigentlich... als nächstes für ein Ziel haben. Hör mal, Kopal ist gar nicht wirklich in seinem Büro. Süßer, ich weiß, was du vorhast. Bitte? Du willst mich nur vom Tisch weglocken, damit du wieder meine Büroklammern miteinander verketten kannst. Werd erwachsen, Herzchen. Ich kann meinen Fahrer nicht finden. Manny, soll ich dir vielleicht noch aufmalen, was du zu tun hast? Ja? Also, der Manuel Calavera, den ich kenne, sammelt Leute im Land der Lebenden auf. Tote Leute? Vorzugsweise. Er bringt sie her und versucht ihnen wacker die besten Reisen aufzuschwatzen, für die sie sich qualifiziert haben. Wenn er genug Luxuspakete verkauft hat, darf unser Held das Land der Toten verlassen. Bis dahin aber hängen wir beide hier fest und führen immer die gleichen Dialoge. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Aha. Wie wäre es, wenn wir beide heute Abend ins Grüne fahren? Nur du und ich, Baby. Danke fürs Angebot. Aber wir kommen niemals lebend aus der Stadt. Aber... in einem Stück. Ich wette, wir könnten es schaffen. Wir müssten es nur versuchen. Oh, Manny, sieh dich doch an. Du bist eine gefangene Seele und weißt es nicht einmal. Naja, ich zieh dann mal Leine. Sind schon schöne Dialoge und häufig auch informative. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, wir müssen... Ach nein. Da kommen wir so nicht. Zu Fuß komme ich da nicht durch. Ja. Manch einer hat's versucht, aber keiner ist je zurückgekehrt. Da kommen wir nicht raus. Dann müssen wir wohl doch den anderen Aufzug benutzen. Aber wir müssen irgendwas mit der Postverteilungsmaschine machen. Ihr mit euren feinen Anzügen und eurem arroganten Gehabe steckt Bierflaschen in die Rohrpost. Findet ihr so etwas lustig? Hä? Begreift ihr Typen da oben nicht, dass der Verteiler eine komplizierte und empfindliche Maschine ist? Ihr glaubt, ihr seid was Besseres, was? Nein. Gut.
Ja, genau. Mit dem Verteiler müssen wir da irgendwas machen. Das ist der Verteiler. Das heißt Server im Englischen. Dann ergibt es auch mehr Sinn. Immer erstmal alles mitnehmen. Das Rad dreht sich nicht und die Tür bewegt sich kein Stück. Okay. Ja, ich denke, ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Brauche, glaube ich, erstmal noch einen Ballon. Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Ah, Himmel, was denn nun schon wieder? Hast du noch mehr tote Würmer da hinten drin? Na klaro. Genau. Und jetzt können wir, glaube ich, was von dieser Paketmasse da reintun. So. So. Genau, die nehmen wir. Dann. Nee. Das war nicht. Andere Zeug da rein. Und dann gehen wir eben hoch und verstopfen ein wenig den Server. Weil er es kann. So, genau, dann holen wir mal die Sachen wieder raus. Einmal auswählen, einmal reintun. Hey, Vorsicht da unten! Das ist das eine. Jetzt brauchen wir noch die zweite Komponente. Und dann geht's aber ab hier. Das klingt nicht gut. So, genau. Jetzt können wir, glaube ich... Ah, wir brauchen noch was. Der Server ist wieder abgestürzt. Naja, das kennen wir doch schon. Der Server ist ab. Manny, was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. Da... Erinnere ich mich noch dran, dass wir eine löchrige Karte brauchen. Dann gucken wir uns das mal an hier mit dem Server. Ich habe gerade eine offene Tür verriegelt. Seltsam, genau, aber eine doch offene irgendwie Tür. Fasziniert. Oh, Käse.
Aber jetzt müssen wir ihn das reparieren lassen, dann kann er aber die Tür hier nicht zumachen. Oh, nicht schon wieder. Willst du hier alles in die Luft jagen? Das ist ein Feuerlöscher mit Magnesiumfüllung. Wenn du das Zeug auf den Parkschaum sprühst, fliegen wir hier mit Lichtgeschwindigkeit durch die Decke. Was? Warum sollte jemand so etwas Gefährliches hier hinstellen? Wahrscheinlich ist man nicht davon ausgegangen, dass sich in diesem Raum einmal so viele Gefahrenstoffe befinden. Okay. Also Packschaum und das Magnesium-Löschzeug. Explosive Mischung. Für die Beamten muss das reichen. Auch wieder ein kleiner Logikfehler. Warum kommen wir vor ihm aus dem Raum und er kommt uns nicht nach? Das ist ja nicht. Aber das heißt, wir können hier rein und dann können wir an die Tür. Wenn wir einmal dran sind. Abgeschlossen. Sicher ist sicher, aber wir haben ja eine löchrige Karte. Dennis Kolomar, Kundennummer 9308. An Windpocken gestorben, Todeszeitpunkt, bla bla bla. Aha, positive Merkmale, hat sterbenden Kindern freiwillig Geschichten vorgelesen. Das ist gut. Wirklich gut. Ich glaube, du bist es, Mercedes Kolomar. Du bist genau die Richtige für mich. Ja, da haben wir es geschafft. Jetzt Lattes, kriegen wir hier auch mal was ab. Bist du verrückt? Was ist in dich gefahren? Das war ein Firmenwagen. Oh yeah, und jetzt ist er es richtig firm. Befreien. Juhu! Buenos dias. Sind Sie die Schwester? Nein. Sie sind nicht hier, um mir Medikamente zu geben? Aber ich bin hier, um Ihren Schmerz zu lindern. Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Das bedeutet eine Menge Verantwortung, Mr. Calavera. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein so guter Mensch war? Miss Colomar. Meche, bitte. Meche, ich kann es in Ihren Augen sehen und in Ihrer Akte. Sie haben sich für ein Erste-Klasse-Ticket qualifiziert. Ihre Reise geht nach nirgendwo. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Laut Ihrer Akte nicht. Makelloser Lebenslauf. Zumindest das Stück, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob mir Ihre Anspielungen gefallen, Mr. Calavera. Gibt es etwas in Ihrer Vergangenheit, das Sie mir verschwiegen haben? Einiges, wenn man bedenkt, dass ich Ihnen noch gar nichts erzählt habe. Waren Sie eine große Nummer unter den Ladendieben? Naja, man hat mich einmal verdächtigt. Wirklich? Aber ich war unschuldig. Das Hühnchen ist mir aus dem Laden nachgelaufen. Oh. Tierquälerin? Niemals. Ich liebe Tiere. Ich habe einmal freiwillig in einem Tierheim gearbeitet und... Danke, das genügt vollkommen. Haben Sie jemals Ihren Mann betrogen? Mr. Calavera, sehen Sie einen Ring an meinem Finger? Nein, aber auch keine Haut. Tja, dann werden Sie mir einfach glauben müssen. Umweltverschmutzung. Oh, Manny. Fällt Ihnen denn nichts Besseres ein? Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Selten.
Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann, Metsche. Würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt noch etwas anstelle? Ich fürchte nein. Tut mir leid. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Sind Sie sicher, dass Sie Mercedes Colomar sind? Ja, möchten Sie meine Mutter mal sehen? Klar, wo ist es? Dort, wo ihr Jungs meine Haut hingepackt habt. Gibt es sonst noch etwas, das Sie mir beichten möchten? Ich wüsste nicht. Nein. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Entschuldigen Sie mich, ich muss versuchen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Umstände mache, Mr. Calavera. Sie machen doch keine Umstände, aber nennen Sie mich doch Manny. Ja, also irgendwas ist da nicht so richtig in Ordnung. Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Dominos Tür ist verschlossen. Okay, keiner da. Hey, Klappergestell! In mein Büro! Sofort! Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit Ihrem illegal umgebauten Wagen und Ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren. Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen. In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie geben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hatte ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das war das beste Angebot, das ich je machen konnte. Ist dir jetzt klar, warum Domino alle guten Kunden kriegt? Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppelendticket. Und nur weil Sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draußen. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das Ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem übereifrigen Kerl, der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit Ihnen und bleiben Sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit Ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. Ja, da haben wir wohl ins Klo gegriffen. Dann wollten wir uns doch nur ein bisschen einen Vorteil verschaffen, aber offensichtlich hat uns das hier noch mehr ins Problem reingeritten. Ich würde aber auch annehmen, dass wir an dieser Stelle mal speichern und ich das dann beim nächsten Mal weiterspiele, weil es nämlich auch langsam auf die Abendzeit zugeht und ich denke mal, da mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Genau, speichern nicht vergessen, ist immer wichtig. Tipp, tipp. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht im Let's Play von Grim Fandango. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!